Schön, dass Sie sich näher für Ihren Wirkstoff Sildenafil interessieren. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie immer das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um den Wirkstoff Sildenafil. Wir befinden uns im Bereich Basic, das heißt, es wird wieder kurz und knapp und dann können wir starten. Der Wirkstoff Sildenafil findet Anwendung bei der erektilen Dysfunktion oder aber auch bei der pulmonalen Hypertonie. Ich möchte in meinem Video aber jetzt nur auf Ersteres eingehen. Je nach Wirksamkeit und Verträglichkeit wird der Wirkstoff in 25 Milligramm bis hin zu 100 Milligramm eingenommen und Sie sollten ihn etwa eine Stunde vor dem Geschlechtsverkehr einnehmen, dass die maximale Wirkstoffkonzentration dann erreicht ist. Hier möchte ich aber einmal daran erinnern, dass die Nüchterneinnahme nur dazu führt, dass der Wirkstoff im Mittel nach 60 Minuten hochkonzentriert in Ihrem Blut angeflutet ist. Wenn Sie den Wirkstoff zum Essen einnehmen oder nach dem Essen, das heißt, wenn zusätzlich zu der Tablette noch Essen in Ihrem Magen liegt, dann kann die Aufnahme etwas verzögert werden. Und da kann es auch mal sein, dass die volle Wirksamkeit etwa 2 Stunden auf sich warten lässt. Wenn Sie den Wirkstoff eingenommen haben und die Erektion länger als 4 Stunden andauert, auch ohne Stimulation, dann sollten Sie einen Arzt aufsuchen, denn so eine lange Erektion, die kann dazu führen, dass es zu einer Gewebeschädigung kommt, bis hin zu einem nicht wiederherstellbaren Potenzverlust. Und damit möchte ich auch schon zu den Nebenwirkungen überleiten, wobei ich Ihnen nur hier einen kleinen Ausdruck geben werde, die mindestens jeden Hundertsten betreffen. Die häufigste Nebenwirkung, die auftritt, sind die Kopfschmerzen. Das betrifft mindestens jeden zehnten Mann. Es kann auch zu Schwindel kommen, es kann zu Sehstörungen kommen und das ist der Grund, weshalb Sie mit dem Autofahren etwas aufpassen sollten. Testen Sie erstmal ganz in Ruhe, wie Sie das Sildenafil vertragen, denn wenn diese Nebenwirkungen auftreten, dann ist das Autofahren gefährdet und Sie sollten sich nicht ins Auto setzen. Wenn bei Ihnen aber keine Nebenwirkungen auftreten, dann steht dem Ganzen auch nichts im Weg. Wie viele von Ihnen wissen, kann der Wirkstoff Auswirkungen auf das Farbsehen haben. Hier kommt es aber nicht nur unbedingt zu einer Änderung in den Blaubereich. Es kann auch zu grüneren Tönen kommen, zu roten oder zu gelben. Ganz allgemein kann nämlich der Wirkstoff auf bestimmte Bereiche im Auge Einfluss haben. Und das ist auch der Grund, weshalb Sie Sildenafil nicht bei starken Augenerkrankungen einnehmen sollten. Auch bei starken Retina-Problemen sprechen Sie da, wenn Sie Augenprobleme haben, Ihren Augenarzt einmal drauf an. Wie bei allen Medikamenten kann auch das Sildenafil Auswirkungen auf den Magen-Darm-Trakt haben. Es kann zu Übelkeit kommen und zu Verdauungsbeschwerden. Häufig kommt es auch zu einer verstopften Nase. Das hat etwas mit der Wirkweise des Sildenafils zu tun und auch Hitzewallungen können vorkommen. Der Wirkstoff kann dazu führen, dass der Blutdruck etwas gesenkt wird. Daran sollten Sie besonders denken, wenn Sie ohnehin Blutdrucksenker einnehmen, denn das Ganze kann durch das Sildenafil verstärkt werden. Der Wirkstoff hat allgemein Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, Sie sollten dahingehend sehr stabil sein und keine schwere Herzinsuffizienz haben, keine instabile Angina pectoris, auch ein Herzinfarkt oder ein Schlag. Anfall sollte nicht kürzlich aufgetreten sein. Da gibt es einige Einschränkungen in der Einnahme, die das Herz-Kreislauf-System betreffen. Und das ist auch der Grund, weshalb Sie sich nicht eine Tablette vielleicht von einem Bekannten einmal ausleihen. Denn hier bedarf es unbedingt der ärztlichen Kontrolle. Denn es gibt manche Grunderkrankungen, bei denen man das Sildenafil nicht einnehmen sollte, weil hier das Risiko erhöht wäre, dass es zu schwerwiegenderen Ereignissen kommen kann, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall.
Auch wenn ich in meinen Kurzvideos meistens nicht auf die Wechselwirkung mit anderen Medikamenten eingehe, möchte ich hier aber schon einmal daran erinnern, dass Sie das Sildenafil nicht anwenden sollten, wenn Sie sogenannte Nitrate oder Stickstoffmonoxid-Donatoren einnehmen. Ich blende Ihnen die Wirkstoffe hier schon einmal kurz ein, damit Sie die schon einmal mit Ihrem Medikationsplan vergleichen können. Denn wenn Sie einen dieser Wirkstoffe einnehmen, kann es dazu kommen, dass es zu einer starken Blutdrucksenkung kommt, was man unbedingt verhindern möchte. Und das ist der Grund, weshalb diese Wirkstoffe in der gleichzeitigen Einnahme mit dem Sildenafil kontraindiziert sind. Das war es jetzt schon kurz und bündig von mir. Wenn Sie nun ein wenig tiefer einsteigen möchten und nähere Informationen zu Ihrem Wirkstoff haben möchten, besonders welche Wechselwirkungen kann er eingehen und weshalb wirkt das Sildenafil eigentlich nur bei einer Stimulation und hat keine Wirkung, wenn keine Stimulation vorliegt, dann empfehle ich Ihnen mein Video aus der Intensivreihe. Da gehe ich auf all die Dinge genau ein. Dort erkläre ich Ihnen auch, wie das Sildenafil in Ihrem Körper wirkt, was auch immer sehr eng mit den Nebenwirkungen und den Wechselwirkungen verknüpft ist. Und wenn Ihnen das Video nun gefallen hat, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Mit einem Abo unterstützen Sie meinen Kanal sehr. Vielen Dank dafür. Und ansonsten hoffe ich, dass Sie gesund bleiben oder gesund werden. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.